In den letzten Tagen haben wir verheerende Verluste auf dem Kryptomarkt gesehen. Der FTX-Crash machte auch von Cardanos ADA-Token nicht Halt, der 20% verlor und damit ähnliche Verluste wie die anderen Altcoins hinnehmen musste. Wie geht es Cardano in den nächsten Wochen und wie ist die Prognose für die nächsten Wochen? In diesem Artikel wollen wir uns die Prognose von Cardano für die folgenden Wochen nach dem Absturz ansehen und sehen, ob eine Erholung wahrscheinlich ist. Wir haben aktuell ein spannendes Testangebot für Sie. Sie können unsere Premium-Mitgliedschaft für Isoiro Tag im ersten Monat testen. Erwägen Sie, es auszuprobieren, wenn Sie auf dem Kryptomarkt auf dem Laufenden bleiben möchten. Im Premium-Bereich erhalten Sie Trading-Ideen und professionelle Trading-Unterstützung. Darüber hinaus erhalten Sie oft frühzeitig Informationen zu den neuesten Kryptotrends. Auf diese Weise konnten unsere Kunden auch früh genug verschiedene NFTs kaufen. Wenn Sie mehr über unser Premium-Testangebot erfahren möchten, klicken. Wie hat sich der Cardano-Kurs in den letzten Tagen entwickelt? In den letzten Tagen haben wir starke Verluste beim ADA-Token gesehen. Der Preis des Cardano Network Token ist in den letzten 7 Tagen um rund 20% gefallen. Diese Verluste sind ähnlich gross wie die Verluste von Bitcoin und durchschnittlich im Vergleich zu den Top-Kryptowährungen. Cardano-Kurs in den letzten 5 Tagen, gocharting.com. Der Verlust wurde hauptsächlich durch die Krise bei FTX ausgelöst. Nach den starken Kursrückgängen liegt die ADA immer noch auf Platz 9 der Top 10 Kryptowährungen nach Marktkapitalisierung. Es liegt jetzt knapp hinter dem Dogecoin und knapp vor Polygon. Die Verluste halten sich in Grenzen, insbesondere im Vergleich zu Solana, das in den letzten 7 Tagen fast 60% verloren hat. Wie wirkt sich die FTX-Krise auf die Prognose von Cardano aus? Aufgrund der Krise bei FTX hat der gesamte Kryptomarkt in den vergangenen Tagen starke Verluste erlitten. Wie bereits erwähnt, sind die Verluste von Cardano jedoch geringer als bei vielen anderen Kryptowährungen und von ähnlicher Größe wie Bitcoin und Ethereum. Das Vertrauen in den ADA-Token scheint nicht massiv gestört worden zu sein. In den letzten 1 bis 2 Tagen hat sich der Preis wieder stabilisiert. Obwohl der Crash die Cardano-Prognose für Ende 2022 beschädigt, zwang er die ADA nicht massiv in die Knie. Eine weitere Stabilisierung und sogar eine Preiserhöhung in den kommenden Wochen sind noch möglich. Wie sieht die Prognose von Cardano für die nächsten Wochen aus? Der ADA-Token ist in den vergangenen Wochen stark gefallen. Damit ist unsere bisherige Prognose, die wir vor der FTX-Krise abgegeben haben, sehr unrealistisch. Gegen Ende des Jahres gingen wir noch von stärkeren Zuwächsen aus. Ein massiver Verlust im November und Dezember schien unwahrscheinlich. Aber unerwartete Ereignisse können den Kryptomarkt immer aus der Bahn werfen. Dennoch sind eine Stabilisierung und sogar ein leichter Anstieg in den nächsten Wochen nicht auszuschliessen. In unserer Bitcoin-Prognose haben wir erwähnt, dass sich die externen Einflussfaktoren auf den Kryptomarkt in den letzten Wochen sogar verbessert haben. Somit könnte eine Bitcoin-Wiederherstellung auch eine Cardano-Wiederherstellung auslösen. Wie hoch kann der ADA-Kurs in unserer Cardano-Prognose steigen? Der Cardano-Kurs sollte sich in den nächsten 1 bis 2 Wochen wieder stabilisieren können. Die FTX-Krise war ein massiver Schock, der viele Panikverkäufe auslöste. Das nahm aber auch massiven Druck vom Markt. Die Preise sind derzeit so niedrig, dass Zukäufe nach einer kurzfristigen Stabilisierung für viele Anleger äußerst attraktiv werden dürften. November und Dezember gelten auf dem Markt als rückläufigere Monate. Dennoch sehen wir in den nächsten Wochen bis zum Jahresende eine Seitwärtsbewegung in unserer Cardano-Prognose und möglicherweise eine leichte Erholung des ADA-Kurses. Daher gehen wir von einer Cardano-Prognose von 0,32 bis 0,46 US-Dollar bis Ende 2022 aus. Lohnt sich eine Investition in den ADA-Token? Momentan herrscht viel Unsicherheit am Markt und viele Anleger haben Zweifel, ob sich ein Investment jetzt lohnen könnte. Ein weiterer Preisverfall ist definitiv nicht ausgeschlossen.
Es scheint jedoch wahrscheinlich, dass wir nach einer Phase der Stabilisierung wieder eine Kurserholung erleben könnten. Bis Ende des Jahres könnte der ADA-Kurs wieder leicht steigen, was unsere Cardano-Prognose zeigt. Vor allem können wir auf das Jahr 2023 hoffen, da dort eine weitere Aufwärtsphase folgen könnte. Auch das Jahr 2019 im letzten Bärenmarkt zeigte vor 4 Jahren steigende Kurse. Daher könnte sich eine Investition in den ADA-Token gerade jetzt zu den günstigen Preisen lohnen. Suchen Sie ein Chart-Analyse-Tool, das Sie nicht mit Community-Nachrichten und anderem Lärm ablenkt. Testen Sie GoCharting! Dies ist ein einfach zu bedienendes Online-Charting-Tool, das keine Downloads oder Vorkenntnisse erfordert. Klicken, um 10% Rabatt auf Ihre erste Zahlung zu erhalten. Gehen Sie zu dem Link, um mit ADA bei Kraken zu investieren. Klicken Sie auf den Link, um in ADA bei Coinbase zu investieren. Gehen Sie zu dem Link, um in ADA bei Bitfinex zu investieren. Wir haben aktuell ein spannendes Testangebot für Sie. Sie können unsere Premium-Mitgliedschaft für Isoiro Tag im ersten Monat testen. Erwägen Sie, es auszuprobieren, wenn Sie auf dem Kryptomarkt auf dem Laufenden bleiben möchten. Im Premium-Bereich erhalten Sie Trading-Ideen und professionelle Trading-Unterstützung. Darüber hinaus erhalten Sie oft frühzeitig Informationen zu den neuesten Kryptotrends. Auf diese Weise konnten unsere Kunden auch früh genug verschiedene NFTs kaufen. Wenn Sie mehr über unser Premium-Testangebot erfahren möchten, klicken. Das könnte Sie auch interessieren. Mehr von Altcoin News.